Heute verrate ich mal euch den maximalen Energiespartipp. So maximal, dass ihr wirklich kaum mehr Energie verbraucht. Jeder hat so ein Gerät im Zählerschrank, genannt FI, da ist ein kleiner Knopf drauf, den drückt ihr einfach mal. Zählerschrank im Keller, dann ist das Licht aus und ihr müsst euch im Dunkeln selbst zurechtfinden, außer ihr habt so eine nette USB-Notbeleuchtung wie wir. Ja, ultimativ sparen könnt ihr ganz einfach, da gibt es so ein graues oder schwarzes Kästchen mit einem Knopf drauf. Drückt den Knopf an euren Zählerschrank und ihr braucht euch über das Standby der Geräte nicht mehr Gedanken machen, welches Gerät viel im Standby frisst. Es ist alles aus. Ich gebe euch Brief und Siegel, ihr verbraucht keine Wattstunde mehr. Klar, das ist ironisch gemeint, kann man natürlich nicht machen, aber wir spielen es mal durch. Wir haben Wärmekollektoren, vielleicht auf dem Haus, vielleicht auch nicht. Die Gasheizung fällt ja auch aus, wenn der Strom weg ist, weil Gas und braucht ja auch eine Kontrolle, ein Steuergerät, das mit Strom versorgt werden muss, eine Pumpe, alles erstmal aus. Die Sonnenkollektoren und Wärmekollektoren, ich rede jetzt nur die Wärmekollektoren, die auf dem Dach montiert sind, die heizen sich jetzt auf. Jetzt in der Früh so um 50 Grad, bis mittags werden es so um die 100 Grad sein und dann irgendwann mal werden die kaputt gehen, weil sie überhitzen. Warum? Weil die Pumpe in eurem Keller nicht mehr läuft. Die pelzt das Warmwasser leider nicht mehr um, vom Kollektor oben runter in den Boiler, um da ein bisschen Abkühlung zu schaffen und unten das zu erwärmen und oben abzukühlen. Nö, ist ja nicht mehr. Strom ist ja weg. Klar, durch Ausstecken von einigen Sachen wie Pumpen, das sind Talläufern, 24/7, die brauchen die alten Modelle zwischen 10 und 25 Watt. Da spart man sich eine ganze Menge im Jahr. Aber die Heizung ist ja aus, wie ihr seht. Ich habe die sogar mal zusätzlich ausgeschaltet, weil wir im Sommer die nicht im Betrieb haben, brauchen ja nicht heizen. Wir haben übrigens Gas. Gas ist so das nächste Problem, wo man sparen könnte. Ihr braucht euch da keine Sorgen mehr machen um Gas. Wenn es wirklich einen Blackout gibt, dann gibt es auch kein Gas mehr. Warum? Es sind bestimmt Sicherheitsmechanismen eingebaut, die Gasleitungen unterbrechen, wenn es einen landesweiten Blackout gibt. Ja, ihr könnt noch sparen. Natürlich, ihr fahrt nicht mehr mit dem Auto, ihr geht alle Strecken zu Fuß oder fahrt, wenn ihr habt, mit dem Fahrrad. Das ist so die optimale Lösung. Und was habe ich und einige andere gesagt haben, ist ja, im Winter zieht euch dann zwei Pullis an und lauft die Treppe rauf und runter, dann wird euch schon warm, dann kommt ihr gut durch den Winter. Wir bauen Wärmehallen für Bedürftige und alte Rentner, die sich dann das Heizen nicht mehr leisten können. Die Frage, wer sich dann das Heizen noch leisten kann. Aber wir haben ja aktuell keinen Strom mehr, wir verbrauchen also auch nichts. Da ist es auch im Keller dunkel, außer man hat hier so etwas vorher schon eingebaut und darüber nachgedacht, wie USB-ladbare Bewegungsmelder, die ein bisschen Licht machen. Da muss man nicht im Finstern nach einem Glas tappen, das man vielleicht essen will, oder mit der Taschenlampe durchs Haus laufen. Taschenlampe ist übrigens eine gute Idee, sofern sie nicht auf Batterien setzt. Denn wenn wirklich unser Strom mal weg ist und unser Gas weg ist, dann wird es auch keine Batterien mehr geben. Die werden bald ausverkauft sein und nicht mehr neu produziert werden können. Apropos Wasser. Das Wasser, das ist ja auch weg, wenn der Strom weg ist. Die ganzen Hochbehälter werden ja mit Elektropumpen beschickt mit Wasser. Die sind ja höher oben als die Quellen, also man muss ja erstmal Wasser hochpumpen, damit später Druck in den Leitungen ist. Also selbst das Warmwasser in eurem Boiler, wenn ihr Strom hättet, nee, haben wir ja nicht, aber wenn ihr dann Notstrom dran bauen würdet, was ich zum Beispiel gemacht habe, dann könnten die Sonnenkollektoren, die Wärmekollektoren ja wieder das Wasser erhitzen. Nachdem wir aber ein Durchlaufprinzip haben, auch beim Druckboiler ist es nicht anders, muss ja frisches Wasser zulaufen, das erwärmt wird. Wenn dann auch kein Wasser mehr aus dem Hahn kommt, kommt auch keines mehr aus dem Warmwasserhahn. Dann ist erstmal Schicht im Schacht. Naja, kalt waschen ist ja gesund. Im Sommer mag das vielleicht sein, im Winter, naja, gut, okay. Ja, habe ich gerade gesagt, die Kernkraft, es ist nicht unser Problem, unser Strom, der ist das ja sicher. Wir haben ein Wärmeproblem. Was machen dann die ganzen Leute, die vor vielen Jahren den Rat befolgt haben, Nachtspeicher, Elektroöfen anzuschaffen und eben nicht mehr mit Gas oder Öl zu heizen? Denen dreht man jetzt schon nachts immer und heimlich 2-3 Stunden ab. Ein Freund von mir bemerkt, er hat eine Zeitschaltuhr laufen und die geht nach einem Tag schon immer um 2 Stunden
falsch. Also der Strom wird nachts schon abgestellt, braucht ja auch keiner zwischen 2 und 4. Ist ja kein Problem. Merken die Leute ja nicht. Okay, also ein Heizlüfter würde euch auch nicht viel bringen, weil ihr habt ja keinen Strom mehr. Oder würde auch nichts bringen, wenn ihr Gas hättet. Also stimmt schon, wir haben ein Wärmeproblem, ganz klar. Was? Moment mal. Wenn das Gas weg ist, dann steht 50% der Industrie still. Chemische Industrie, Stahlerzeugung, Papiererzeugung. Klopapierrollen gibt es nicht mehr, denn zur Herstellung von Klopapier braucht man nur mal Gas. Aber wir haben ja noch Strom, den wir dann nicht mehr haben, weil wir kein Gas mehr haben. Und dann sind die ganzen Homeoffice-Plätze gefährdet. Ihr könnt einfach Homeoffice nicht mehr ins Internet, denn Internet gibt es nicht mehr. Eure PCs laufen ja auch nicht mehr. Dann geht ihr natürlich in die Arbeit zu Fuß und stellt dann in der Arbeit fest, wir haben auch keinen Strom. Ich als IDVler bin dann total aufgeschmissen, was soll ich denn machen? Soll ich meinen Source-Code auf den Zettel kritzeln und ihn dann runterlesen, damit das System wieder läuft? Denkt mal darüber nach. Es sind schon die Kleinigkeiten, die nicht mehr funktionieren. Und das würdet ihr merken, wenn ihr mal für 2-3 Tage wirklich auf diesen Knopf am den Schalter drückt. Und den Wasserzulauf stoppt. Macht das mal für 3 Tage. Vielleicht an einem Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag. Da müsst ihr auch nicht zur Arbeit. Dann seht ihr, wie schön das ist. Ihr habt auf jeden Fall sehr viel mehr Freizeit, weil Fernsehen gibt es auch nicht mehr, Radio gibt es auch nicht mehr. Außer ihr habt noch ein Batteriebetrieb in den Empfängern. Und eure Kinder, die haben natürlich noch ihr Handy und ihr Internet, aber dann kann man ja auch abhelfen mit einem Handystörsender. Legt doch mal das Handy lahm oder kassiert das ein, für 3 Tage. Was glaubt ihr, was für einen Aufstand ihr zu Hause erlebt, wenn eure Kids nicht mehr surfen können und nicht mehr mit ihren geliebten Freunden chatten? Keine Bildchen mehr schicken von sich selbst und Twitter nicht mehr funktioniert. Wie die trifft. Das ist eine Katastrophe. Da stürzt, da bricht alles ein. Endzeitstimmung kommt hoch. Natürlich solltet ihr dann auch nicht mehr einkaufen gehen, die 3 Tage. Also am besten kauft im Sonderstock noch ein bisschen was ein. Nicht mehr als sonst. Und dann schaut ihr, wie ihr Freitag, Samstag, Sonntag rumkommt. Ohne was zusätzlich aus der Speise zu nehmen, weil das Essen wird euch auch bald ausgehen. Denn ohne Gas und ohne Strom werden auch keine Lebensmittel mehr transportiert oder produziert. Dann hilft es auch nichts mehr, sich vor die Netto zu stellen oder vor den Aldi zu stellen, weil ohne Strom macht die Türen mal teilweise nicht mal mehr auf, die Alarmanlagen funktionieren nicht mehr, die Kühltheken sind leer. Ach ja, ein guter Tipp von mir, Kühltheken, jeder hat einen Kühl- und Gefrierschrank. Ihr könnt ihr ein bisschen länger am Leben halten, wenn ihr ein paar Flaschen Mineralwasser, also Kunststoff-PET-Flaschen ohne Kohlensäure, reinlegt und einfriert. Die wirken dann als Kälteakku und ihr habt im Sommer auch mal, wenn es wirklich heiß ist, Kaltes zu trinken, schmilzt mit der Zeit und es bleibt trotzdem schön kalt und kühl. Aber im Ernstfall habt ihr halt dann 2-3 Stunden gewonnen und was bleibt euch übrig? Ihr müsst das Zeug erstmal rauskochen, soweit es geht aus den Kühlschränken, bevor es verdirbt. Und wenn es verdirbt, müsst ihr den Rest wegschmeißen. Uns ist dieses Jahr etwas passiert. Ohne Stromausfall, einer unserer Gefrierschränke hat den Geist aufgegeben und binnen eines Tages war alles, was drin war, rot. Auf Deutsch 60 Kilo Fleisch, ein Haufen Gemüse und Obst, das eingefroren war. Da hat meine Frau wieder festgestellt, ja, einkochen wäre doch besser gewesen. Macht zwar mehr Arbeit, aber auch wenn der Strom weg ist, man hat was zu beißen. Und keine so großen Verluste. Denn das war also auch ein finanzielles Ding. Ja, ihr könnt natürlich im Vorfeld schon mal versuchen, euch mit Gasflaschen einzudecken, um euren gleich noch Gasherd zu betreiben, weil der Elektroherd ist ja auch weg. Warmes Essen gibt es da nicht in der Wohnung. Aber mit einer Gasflasche könnte man ihn noch, ja, wenn ihr noch kriegt. Bei uns hier, die Firma Bauhaus, verkauft keine Flaschen mehr. Man kann sie nachfüllen, neue Flaschen kriegt man nicht mehr. Das heißt, wenn ihr jetzt noch auf die Idee kommt, beeilt euch, schaut, dass ihr noch ein paar 11 Kilo Flaschen kriegt. Eine auf Reserve, um dann wenigstens ein bisschen was zu haben, was ihr warm essen könnt. Natürlich könnt ihr auch ein Lagerfeuer machen mit in eurer Küche.
ich weiß nicht, ob die Feuerwehr so von gestern ist, denn die kommt ja auch nicht mehr, denn die könnt ihr im Blackout-Fall auch nicht mehr benachrichtigen. Sprich, ihr könnt ihnen ja nicht zukommen lassen. Selbst eure Nachbarn müssten das durchlaufen, zur Feuerwache weitertragen, denn Funk, Telefon, Handy wird nach wenigen Stunden nicht mehr funktionieren, weil die Akkus nicht mehr geladen werden können von den Funkgeräten, weil die Masten nur eine Notstromversorgung haben für ein paar Stunden. Ja, wenn es nochmal brennt, brennt doch gleich das Nachbarhaus mit oder ganze Stadtviertel, denn ohne Strom gibt es auch keine Tankstelle, die betrieben wird. Also auch die Feuerwehr wird irgendwann ein Problem bekommen, ihre Fahrzeuge noch einsatzbereit zu halten. Wir haben ja auch vieles, was auf Notstromaggregaten dann läuft. Aber irgendwann ist auch da der Sprit zu Ende. Lassen wir es mal eine gute Woche funktionieren, vielleicht auch 14 Tage, aber dann ist Schluss. Krankenhäuser, die bauen ja darauf, dass sie im Blackout-Fall dann auch mit Diesel versorgt werden, per LKW, für ihre Notstromaggregate. Ich habe da nur gefragt, ja, wie ist das dann, wie kommt denn der Diesel in das Tanklastfahrzeug? Ja, an der Tankstelle. Mit was? Ja, mit der Pumpe. Ja, mit welcher Pumpe? Ja, die läuft die läuft gar nicht mehr. Also will jemand die 100.000 Liter in den Tanklastzug per Hand pumpen? Vergesst es. Irgendwann ist überall der Diesel oder was auch immer zu Ende und es geht nichts mehr. Sagen wir auch wieder mal eine Woche. Eine Woche ist eine gute Schätzung. Ja. Wie läuft sonst noch weiter? Kein Strom? Kein Gas? Keine Arbeit mehr? Braucht gar nicht mehr von zu Hause rausgehen. Zum Vorteil, ihr spart euch die Fahrkosten. Es ist ja schon sehr teuer geworden, jedes Mal in die Arbeit zu fahren. Natürlich habt ihr dann leider auch keine Einnahmen mehr. Und die Banken, die Automaten, da könnt ihr kein Geld mehr abheben. Die funktionieren ja, elektrisch. Aber ihr könnt natürlich auf den Schalter gehen. Im Moment die Schiebetür vor der Sparkassenfiliale geht mit Strom. Na gut, die kann man aufschieben. Und dann kann man ja noch, aber die ganzen Computer und die Auszahlungsgeräte und so weiter, die funktionieren dann auch nicht mehr. Ob dann die Filiale überhaupt noch aufmacht. Aus Sicherheitsgründen. Es gibt jetzt schon Sparkassenfilialen, da kann man kein Bargeld mehr am Automaten abheben. Man kann sein Handy mit Geld aufladen. Sehr hilfreich im Krisenfall, wenn das Handy keinen Strom mehr hat. Aber auch die ganzen Kassen würden dann nicht mehr funktionieren. Also auch, wenn ich das Handy hinhalten würde, es würde kein Beep erfolgen und ich könnte die Waren, welche Waren, die könnte es nicht mehr mitnehmen. Also wir haben nicht nur ein Wärmeproblem. Weil auch wenn wir jetzt die Kohlekraftwerke wieder in Betrieb nehmen, die schnell hochzufahren, damit sie einspringen, wenn mal eine Lastspitze da ist, das ist kaum möglich. Die müssen kontinuierlich betrieben werden. Oder weitestgehend kontinuierlich. Man kann die Kohle nicht jetzt schnell hochheizen auf voll und dann hat man Dampf und dann läuft alles in den Turbinen. Nö. Bei Gas ist was anderes. Gas, halte ich einen Funken dran, Gasbrenner brennt, Wasser erhitzt sich und ich habe ziemlich schnell Wasserdampf. Auch nicht sofort, aber schneller als bei Kohle. Okay. Aber wir haben ja Solarenergie und Windenergie, die bauen wir jetzt auf. Habeck will ja auch die Grünen und die Windenergiefläche, um es zu verdoppeln. Dafür bauen wir dann auch die Windräder in Naturschutzgebieten auf, weil so viel Platz haben wir gar nicht, um die sonst aufzubauen. Nur was machen wir, wenn kein Wind weht und es bewölkt ist und wenig von den Solaranlagen kommt oder nachts gar nichts? Na gut, Blackout ist Blackout. Da wird sowieso nichts mehr drin, weil wenn mal ein Blackout ist und die meisten wissen ja nicht, wie das funktioniert, wenn die Herzzahl wird ja gesteuert durch die Spannung. Bei 50 Hertz ist alles gut, haben wir ein paar Zehntelprozent drüber, ein paar Zehntelprozent drunter, dann gibt es eine sogenannte Notnetzabschaltung und dann werden die Segmente getrennt. Die Segmente, die noch Strom erzeugen, wo also zum Beispiel jetzt eine Solaranlage steht, eine Windkraftanlage, die noch Strom liefert, dann wird dieses Segment noch mit dem Ganzen beschickt, ja, da ist noch ein bisschen Strom, andere Segmente haben keinen mehr.
Die müssten dann erst wieder synchronisiert werden. Also man muss die Segmente wieder auf das andere draufschalten, schauen, dass wir 50 Hertz erreichen. Wenn das nicht klappt, dann fallen wieder beide runter, dann werden sie wieder getrennt. Das Spielchen können wir dann machen für die nächsten Wochen. Wenn wir flächendeckend ein Blackout hätten in Europa, würde das, ich schätze mal, nicht Wochen, sondern Monate dauern, bis wir wieder alle Strom haben. Aber ist ja alles kein Problem. Ihr wisst ja, sich warm anziehen, Treppen steigen, draußen den Schnee wegschippen, das macht warm. Und ihr braucht Kalorien. Da essen wir dann tüchtig. Kalt. Wenn wir überhaupt noch was haben und was kriegen. Okay. Aber danach kriegst du etwas da auch nicht anders. Ich vergleiche die Situation heute mit der, die schon mal war, 1920, 1930. Da gab es so eine Katastrophe. Nur diesmal hat sie sich gewaschen. Denn damals war nicht so viel vom Gas abhängig und vom Strom. Damals hatte auch jeder noch ein Waschbrett zu Hause. Man konnte seine Wäsche noch was im Zuber waschen. Was macht ihr, wenn ihr eine Woche lang eure Waschmaschine nicht anschalten könnt und der Trockner nicht mehr funktioniert? Habt ihr genug Unterwäsche für das nächste halbe Jahr? Genug Socken? Naja, macht euch ja nicht dreckig. Treppen steigen, Tee schütten, davon wird man nicht dreckig. So ein bisschen schwitzen macht ja auch nichts. Der Müffel ist ja egal. Liebe Politiker da draußen, liebe Grünen, liebe Roten, welche Farbe auch immer. Ihr habt die Dinge einfach nicht zu Ende gedacht. Ihr verdient 10.000 Euro aufwärts jeden Monat, aber die könnt ihr auch nur ausgeben, wenn noch was offen ist. Und Wasser kommt für uns alle aus dem Hahn, aus dem gleichen Hahn. Und an den Strom hängt ja auch alle gleich. Ihr habt vielleicht Dieselaggregat, die werden sich vielleicht vom Katastrophenschutz bevorzugt behandeln, denn die können nur 5% der Bevölkerung im Katastrophenfall überhaupt versorgen. Und ich wette, ihr Politiker, ihr könnt dazu. Aber sollte das Ganze länger als ein paar Wochen dauern, sollte das Ganze ein paar Monate dauern, dann werdet auch ihr leiden. Und dann ist die Frage, was die Bürger mit euch machen, wenn die vor dem Nichts stehen. Und ihr habt das verbockt. Man sieht ja schon an eurer Reaktion, dass Angst wächst. Ah, wie hat jetzt jemand noch gesagt, ja, bereitet euch doch mal auf einen Krieg vor, kriegsähnliche Zustände vor in Deutschland. Warum sagt man das wohl? Hat man Angst? Ich glaube, jedes muss mal Angst haben hier, dass es so kommt, wie es sich abzeichnet. Viele laufen noch durch die Straßen und durch ihr Leben, ohne das überhaupt zu realisieren, was auf uns zukommt. Was uns mehr oder weniger schon per Ansage diktiert wird. Frieren für den Frieden, hungern für den Frieden, möglicherweise Krieg. Die nächsten Jahre werden schlecht werden, extrem schlecht werden. Man bereitet uns doch schon darauf vor, aber keiner nimmt es für bare Münze. Hier da draußen. Ja, nicht die Zuschauer hier, aber die anderen, die nicht zuschauen. Ihr da draußen. Ich habe keine Ahnung, wie sich das Ganze entwickeln wird. Und selbst Leute, die vorbereitet sind, die sich vorbereitet haben auf so eine Krise wie ich, wir halten nicht unbegrenzt lange durch. Wenn ihr Mieten zahlen müsst, aber kein Einkommen mehr habt, weil alles brach liegt, dann auf der Straße leben? Könnt ihr noch im Wald leben? Ihr nehmt euer ganzes Hab und Gut, was ihr tragen könnt, das ist nicht viel, und geht in den Wald, um dort den Winter durchzustehen? Naja, in Deutschland haben wir ja nicht, also maximal minus 10 Grad, kälter wird es ja nicht. Das kann man ja aushalten draußen, wenn man guten Schlafsack hat. Ja, wenn. Aber was wollt ihr essen? Könnt ihr euch für mehrere Monate Vorräte mitnehmen? Könnt nicht mal Vorräte für mehr als 3 Tage tragen. Sonst passt nicht, wenn euer Rucksack und ihr dann schleppt dann am Schluss 50 bis 80 Kilo mit euch kommen. Aber es ist realistisch. Es gibt Leute, die trainieren und die schaffen auch 30 Kilo. Ich gebe offen zu,
Ich schaffe maximal 12. Und ich darf sogar weniger, maximal 10, weil ich ja auch noch schneller mich bewegen will und nicht wie eine Schildkröte auf der Landstraße dahin tuckern. Wenn es nicht so traurig und so ernst wäre, könnte man über die Situation lachen. Leute, sollte das Lachen schon lange vergangen sein. Und wir schenken immer noch Geld her, wir unterstützen immer noch andere Länder, obwohl wir selbst genug arme Leute haben, genug Leute haben, die von ihren Einnahmen, von ihrer Hartz IV oder Sozialhilfe kaum noch leben können und das Leben für die immer schlechter wird, weil die Preise immer mehr steigen. Ja, der Dollar hat jetzt übrigens Gleichstand mit dem Euro. Also für einen Dollar kriegt er einen Euro, umgekehrt. Das ist ja super für die USA. Für uns ist es nicht super, weil die meisten Rohstoffgeschäfte, wenn nicht sogar alle, per Dollar bezahlt werden. Früher, als man 1,40 Euro für den Dollar gekriegt hat, hat uns das unterm Strich weniger gekostet, Rohstoffe einzukaufen. Jetzt zahlen wir mehr. Und natürlich gehen die Verbraucherpreise auch entsprechend für alle Waren. Und ja, Sanktionen gegen Russland sind schon wichtig. Er ist ja ein Kriegsverbrecher, der Putin. Dann überlegt mal, was die USA gemacht hat, wie viele Kriege sie geführt hat, wie viele Kriege sie angezettelt hat, wo sie heute noch Land besetzt hält, um Ölquellen zu sichern. Warum China? China steht auch gegen die Menschenrechte. Da werden täglich Menschenrechte verletzt. In vielen anderen Ländern übrigens auch. Da werden keine Sanktionen verhängt. Aber die Sanktionen gegen Putin, die sind natürlich wichtig, damit das deutsche Volk nichts mehr hat. Ich dachte immer, da wurde ein Eid geleistet, das deutsche Volk vor Schaden zu bewahren. Mittlerweile bewahren wir Afrika vor Schaden. Wir geben denen 70 Milliarden Euro. Wir geben dorthin ein paar Milliarden Euro, dorthin ein paar Milliarden Euro. Und die Leute, die wir haben in Deutschland, Deutschen und die Flüchtlinge, die wir aufgenommen haben, müssen hungern und frieren für den Frieden. Findet ihr das irgendwie widersinnig? Ja, wir geben jetzt auch noch viel Geld für die vierte Corona-Impfung aus. Ah, ich habe dieses Wort gesagt, ich hoffe, ich werde nicht gesperrt. Aber wozu? Letztendlich zahlt das alles der Steuerzahler, ob ihr euch nun impfen lasst oder nicht. Wenn ihr euch impfen lasst, habt ihr wenigstens was von dem Geld gekriegt, auch wenn es euch vielleicht nicht gut tut. Ihr glaubt alle noch immer, dass euch Vaterstaat retten wird, Mütterchenstaat oder Väterchenstaat, dem seid ihr völlig egal. Hauptsache, ich verdiene meine 10.000 bis 50.000 Euro für eine tolle Villa, für ein tolles Leben. Und den Rest der Pöbel da unten passiert. Das ist den Politikern doch reichlich egal.